Jo, Friends, Manja muss mal wieder für ihr Überleben sorgen. Und deswegen machen wir heute einfach Gurkensushi. Obviously braucht ihr dafür erstmal eine Gurke und dann so einen Sparschäler. Und damit schneidet ihr dann die ganze Zeit solche super dünnen Scheiben aus. Die tupft ihr dann anschließend noch ein bisschen ab. Ich habe dann die alle so ineinander gelegt, damit ich die später dann aufrollen kann. Dann habe ich mir einen Frischkäse genommen, den ich noch da hatte. Karotten draufgerieben und dann noch Käse drauf gemacht. Ihr könnt wirklich nehmen, was ihr wollt. Ich habe noch ein paar Gewürze genommen und dann ging es ins Einrollen. Der Anfang war tatsächlich ein bisschen tricky. Wenn ihr es dann aufgerollt habt, könnt ihr dann noch solche Spieße reinmachen. Und das Ganze dann in Stücke schneiden. Und Leute, ich habe es probiert. Es schmeckt so unglaublich geil. Es hat 5 Minuten gedauert.